Hello everyone, it's the Jester of Blades here, coming to you from Offenbach in Germany, where the Zornhau sporting team was kind enough to invite me for a Hobbit seminar, where you can test out my Hobbit simulators a little bit, and I'll make sure to capture some video for you to give you a bit of insight and maybe capture their opinion on how my Hobbit simulators fare in their seminar and training. So, make sure to check it out. Wollt ihr euch kurz vorstellen? Okay, ich bin Adrian, ich mache jetzt seit ungefähr 3 Jahren HEMA, bin aber erst seit 1-2 Monaten hier in den Verein gewechselt. Zu Micha, zum Historischen Fechten Gießen e.V. und wir sind heute auch das erste Mal auf dem Mordachseminar und schauen uns das mal an, wie das so ausschaut. Das ist quasi das erste Seminar, was ihr bei Christoph jetzt mit den Hellebarden macht. Hellebarden mit Mordachsen in dem Sinne, richtig. Genau, stimmt. Wir haben eigentlich ein Mordachs-Seminar. Dass wir die Hellebarden hier haben, ist quasi eher so ein Zufall, was jetzt durch mich mit passiert ist. Aber ihr konntet jetzt quasi die ersten Erfahrungen überhaupt mit solchen Waffen quasi sammeln. Jo, korrekt. Okay. Ich habe davor schon mal an einem Seminar teilgenommen als Mordachs. Also, aber es ist auch schon ewig her. Also nicht bei uns im Verein, sondern extern halt woanders, wo ich vorher war. Ja. Bei Tapfer. Ihr habt gerade schon mal so ein bisschen gespielt mit den Hellebarden. Würde mich mal interessieren, was sind denn jetzt so eure Erfahrungen mit denen, gerade jetzt so im Vergleich zu den anderen Simulatoren, die wir jetzt noch mit dabei haben? Schwerer. Deutlich schwerer, massiver auf jeden Fall vom Eindruck her. Ja. Genau. Ja, also es ist natürlich auch eine Absicht von mir zu sagen, okay, die Dinger, die sollen das Originalgewicht von der Hellebarde widerspiegeln und müssen sich auch so bewegen, wie es ist jetzt in Hellebarden. Es läuft tatsächlich, gerade wenn man halt Solo macht, eben jetzt, dann läuft das deutlich besser, es fließt von alleine, man braucht sich nicht großartig darauf konzentrieren, es arbeitet von alleine halt. Ja. Das freut mich ganz angenehm zu hören. Das ist nämlich genau das, was ich auch im Kopf hatte, als ich die Teile designt habe, dass die halt wirklich fließen wollen. Das ist auch das, was Dave Rawlings tatsächlich gesagt hat zu den Hellebarden. Er hat gemeint, ja, also er hat jetzt ein bisschen damit trainiert und die laufen auf einmal richtig schön. Genau. Ja, ich bin ja jetzt auch nicht so der Krafttyp, aber also ich konnte auch einigermaßen. Ich hatte den Eindruck, du kommst gut damit klar, ja. Ja. Und also jetzt vielleicht nicht absolut krassen Zornhau oder Mordhau. Das genau, ja. Lässt sich halt schlecht bremsen dann tatsächlich, wenn du einmal in Arbeit ist. Aber wenn man jetzt ein bisschen weiter oben greift, dann geht das echt gut. Ja, also der Schwerpunkt liegt ja ungefähr hier, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das schon so ein bisschen erkundet habt. So ein bisschen weiter vorne ungefähr. Ja. Da balancieren die dann. Genau, wenn man dann den vorderen Griff hat, dann sind es ungefähr 10 cm bis zur Hand. Genau. Okay, so eine Frage jetzt nochmal zum Abschluss. Hättet ihr generell jetzt von euren Erfahrungen her gesagt, das ist was nochmal eine schöne Brücke schlägt zwischen einem Original, also quasi eine Replik von einem Original und einem Gummikopf? Oder sagt ihr, weiß ich immer noch nicht so richtig, was ich damit anfangen soll? Würde mich mal interessieren, wo ihr die einordnen würdet. Ich denke, das kommt schon tatsächlich dem wohl näher, wenn es halt wirklich ein Stahl ist, was das Original hier hat. Im Vergleich zum Gummi, der Gummi ist halt fürchterlich leicht tatsächlich, das merkt man schon. Das ist ein Mittelstück, das ist ein Mittelding auf jeden Fall. Würde ich sagen, ja. Ja. Okay, cool. Wunderbar. Ja, dann, ich schließe mich da an. Es hat noch was zum mit Ausrüstung trainieren, würde ich sagen, ist das möglich auf jeden Fall, aber. So wir haben nachher auch noch ein Experiment, dass wir das mit Rüstung vielleicht auch nochmal ausprobieren. Da sehe ich die auch nochmal ganz groß. Ich habe es leider nicht ausprobieren können. Ich habe keine Rüstung, das kann ich mir momentan einfach nicht leisten. Also genau. Es ist immer noch relativ hart. Ja, aber es ist ein bisschen unnachgiebig, genau. Das soll aber auch ein Stück weit so sein. Wenn man sie ein bisschen eingearbeitet hat, dann wird das Leder auch nach und nach weicher. Ja, wenn man ein paar Mal die Gegner geschlagen hat. Genau, manchmal klopft es ja im wahrsten Sinne des Wortes weich geklopft. Genau. Gastfreundschaftlichkeit? Genau. Ja! Okay. Wir kuscheln mit allem. Ich habe sie provoziert. Ja.
gerne noch abgefangen, aber dann war auf einmal die linke Hand weg. Dann macht wieder gar keinen Kopf. Bei einem anderen Programm, das benutzt du zum Schneiden, das ist auch ziemlich cool. Dann wird auch die Titel angewiesen und dann ist einfach so ein netter Hinweis. Bitte schreibt doch das Video, wo es her ist und den Autor. Das ist sowohl die von der Insta selbst, Vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte. Es neigt sich jetzt dem Ende zu. Jetzt, wo wir alles mal durchgetestet haben, wir haben auch zwei Schäfte abgebrochen, leider. Gut, den einen wegen dem Ast, den anderen, da muss ich jetzt noch mal ganz genau reingucken, warum das jetzt wirklich passiert ist. Ja. Ich wollte einfach noch mal eure Gedanken so zu der Hellebarde hören, zu der Jester Hellebarde. Ja, ist eine großartige Waffe. Also, bin doch sehr beeindruckt. Ich habe ja hier mein fast original mitgebracht, also das ist ja wirklich, ja. Das ist eine tragende Hellebarde. Genau, ja. Ja, wir können sie auch mal auflösen. Und machen wir das mal so. Komm, nimm du deine. Das ist eine Meile. Ja. Genau. Ja. Und was man sehen kann, ist ja, dass die vom Gewicht her und von der ganzen Masse sind die sich wirklich extrem ähnlich. Sind sich ähnlich. Also das hat bislang kein Simulator geschafft. Und es verändert wirklich das gesamte Spiel doch deutlich. Und das hat man auch bei euch jetzt noch mal gesehen, meines Erachtens. Gerade jetzt auch im Rüstungsding, da waren schöne Sachen dabei. Definitiv. Und man hat eine sehr große Kontrolle über die Klinge. Das ist deutlich stärker als bei den Gummiwaffen, logischerweise. Mhm. Ja, also die ganz alten Hartgummi-Kopfgriffe, die wir hatten, die hatten ein ähnlich gutes Kopfgefühl, ja. Aber die Gewichtung war natürlich ganz anders und total daneben. Ja. Und hier stimmt jetzt eigentlich alles. Also man hat genug Gefühl für die Ausrichtung, man hat ein richtig realistisches Gewicht, man hat eine angenehme Größe und man fühlt sich trotzdem im gewissen Maße sicher, weil Bernd hat von mir einen abgekriegt, der ein bisschen... Der war stocksteif oben genau in die Wirbelsäule rein. Ja, senkrecht von oben, der hat gezogen. Der hat gezogen, ja. Aber alles im All muss ich sagen, ich bin sehr positiv beeindruckt. Ich denke auf jeden Fall, die haben ihren Platz. Das freut mich wirklich zu hören. Christoph, magst du vielleicht noch ein bisschen mit andrücken? Weil ich habe den Eindruck, du stehst hier so ein bisschen außerhalb vom Bild. Ja. Ich würde jetzt auch gerne, Alexander hat jetzt schon viel gesagt, wenn ihr dem noch was hinzuzufügen habt. Ja, also definitiv, wie ich es das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir nur, boah, geil, das sieht super aus, das sieht sehr interessant aus, will ich haben. Dann würde ich den Preis und dachte mir so, Mist. Das ist nicht so ganz für mich jetzt als Privater, der sich jetzt was zulegen will. Dann hatte ich gestern Abend mal das Glück, ne, wir haben uns ja noch einen schönen Abend gemacht mit einer sehr langen, netten Unterhaltung. Dann durfte ich sie ausprobieren und dann dachte ich mir so, wow. Und ich war immer mehr beeindruckt, gerade wie ich auch angefangen habe, halt mal meine Lieblingsaktion, die Kreuzhaue zu machen, dachte ich mir so, wow, das ist stabil, das fühlt sich gut an, das fühlt sich realistisch an. Ich habe ja auch eine Hellebarde, aber ist noch vom Gewicht ein bisschen drunter, allerdings ist er auch nicht wirklich gut. Und da hatte ich echt das Gefühl, das geht in die Richtung einer richtigen Waffe. Ja. Also nichts, was ich nehmen würde für, ich kloppe mich jetzt einfach mal wild, brutal, das würde mit dem sehr, sehr schnell sehr gefährlich werden. Aber wenn ich hin will, richtig in Richtung Realismus, einem respektvollen Kampf, wo man sich natürlich auch mal ein bisschen, hier jetzt noch mal ein bisschen mehr, schützt, kriegt man hier ein sehr, sehr realistisches Gefühl geboten. Und das fand ich mega klasse. Auch viele Sachen, wo Alex und ich vorhin am Blatt gearbeitet haben, das hat noch nie so viel Spaß gemacht. Ja, das liegt natürlich auch daran, dass du eben diese Steifigkeit hast über die Stabilisatoren. Eine gewisse Steifigkeit, aber nichtsdestotrotz eine gewisse Flexibilität. Hast noch ein bisschen was halt dann auch irgendwo noch deine Weichteile mit schonen kann, Stück weit. Ja. Diverse Ansätzen hatten wir gehabt, diverse Reißen, das hat alles einen mega Spaß damit gemacht. Weil's Fangen mit dem Platt, das geht jetzt überhaupt mal richtig gut. Das geht ja, also mit irgendwelchen selbst zusammengeschusterten Simulatoren hast du nicht den Effekt und nicht den Spaß. Ja. Wir hatten vorhin mal noch so ein Ding gehabt, wo sich die Dinge halt auch wirklich verkeilt hatten, wo es dann wirklich eine extrem stabile Bindung gewesen ist. Da war dann eigentlich nur noch wegschmeißen eine Option gewesen. Das wäre jetzt nur noch ins Ring. Wäre nur noch ins Ring. Also ich muss auch sagen, ich fand es auch super bisher mit dem Kämpfen. Einmal komplett mit dir jetzt ohne Schutzausrüstung, wo man dann auch wirklich das Bindungsgefühl hatte, einklemmen, alles drum und dran.
Und jetzt gerade mit dem Harnisch muss ich sagen, es war echt mal interessant, vor allem dadurch, dass sie nicht ganz so weich sind, hat Alex mal einen schönen Schlag auf den Harnisch gekriegt. Stimmt, ja. Wie war der eigentlich? Ich habe ihn gespürt, ich habe nicht damit gerechnet, deswegen mir so ein kurzes Uff. Aber eigentlich war der komplette Druck weg, er ist wirklich in den Harnisch verschwunden. Ja. Aber er war da, man hat ihn richtig gemerkt. Und wenn man nicht damit rechnet, dass so ein Teil kommt, kann es einfach in der Bewegung tatsächlich stoppen. Mhm. Und das ist dann auch noch der große Unterschied zu den Gummisachen, die haben normalerweise keinen Impact. Mhm. Einfach, ja. Genau. Ja, beziehungsweise die prallen halt noch viel mehr weg. Ja. Also hier hat sich der Impact wirklich, das habe ich ja gemerkt, auch bei dem Schlag, der Impact hat sich ein bisschen in Bernd rein und es war wirklich so ein Punk und Band. Ja. Und die Gummidinger sind halt wirklich dumm. Genau. Dann halt wie ein Gummi irgendwo anders hin. Die stoßen sich definitiv wesentlich mehr ab, während du hier, wenn du in Kontakt kommst, da federt dich nichts direkt wieder weg, sondern du bleibst dran. Und das ist halt, ja, fühlt sich schon eher wie Fechten an, also wie richtiges Fechten. Ja. Ja. Also ich bin mal gespannt, wenn dann mal ein richtiger Helm noch da ist und wir beide mal mit dem Helm fechten, wie sich es dann entwickelt, weil da gerade so der eine Schlag auf den Kopf, der Helm ist ein bisschen runder, vielleicht wäre der gar nicht so intensiv gewesen, weil er abgerutscht wäre. Ja. Da bin ich dann mal gespannt, wie das dann ist. Ja, bin ich auf jeden Fall auch echt mal drauf gespannt. Ich weiß nicht, ob ich dann hier sein kann, aber wir machen sicher die Videos davon. Auf jeden Fall, ja. Insofern, dann würde ich sagen, wahrscheinlich eher auf der Zornhau-Seite irgendwie zu sehen an der Stelle. Da würde ich dann aber drauf verlinken. Ich denke, was beim Helm halt auch noch dazu kommt, ein richtiger Helm wiegt halt auch noch ein bisschen was und dann hast du halt Masse gegen Masse. Stimmt, ja. Das hast du mit der Fechtmasse halt dann. Die Fechtmasse frisst halt so gut wie gar nichts. Ja. Ja. Und er hat noch ein ganz anderes Innenfutter als die Fechtmasse. Das fehlt ihr ja auch. Ja. 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 Aber insgesamt finde ich die Dinger auch recht toll. Eine wundervolle Erfahrung. Danke, dass du zu Besuch gekommen bist. Danke, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank für die Unterkunft. Selbstverständlich. Und die freundliche Gastfreundschaft hier. Hat mich echt gefreut, hier sein zu dürfen. Gerne. Und ja, jetzt muss ich mich tatsächlich langsam auf ins Auto setzen. Ich habe einfach noch 3 Stunden Fahrt. Ich muss nochmal kurz einen Stopp in Fulda einlegen. Das heißt, ich habe noch ein bisschen was vor mir. Wie gesagt, nochmal vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und bis zum nächsten Mal. Vielleicht schafft ihr auch mal nach Chemnitz. Und an euch auch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Und dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Servus. Ciao.